Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist gerade Abholdienst. Abholdienst. Morgen. Heute ist gerade 7. Also, Max schreibt heute die letzte Klausur. Er holt gerade seine Frühstücke ab. Ja. Das Frühstück zwischendurch. Äpfel und Weintrauben. Nee, ist echt gut, finde ich. Also. Ja? Ja. Traubenzucker, also beziehungsweise Fruchtzucker, ne? Ja. Zum Denken. Heute schreibt er nämlich Mathe. Ja. Oh, bin so gespannt. Wir begleiten dich wieder mal. Dankeschön. Ja. Yeah. Ja, und dann ist er durch. Religion. Ja, aber das ist ja mündlich, das ist ja nicht so. Nicht so schriftlich, ne? Nee, das ist stimmt. So, ihr Lieben, wir haben gerade hier das Zimmer auf Vordermann gebracht. Das heißt, Staub gewischt, Fenster geputzt, das Bett getauscht, habe ich, also Bettzeug gewechselt. Und es ist jetzt auch schon 9. Wir wollen nämlich jetzt auch frühstücken. Also Schlafzimmer ist auch soweit durch. Und das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das habe ich nämlich vor ein paar Tagen gemacht. Dieses hier. Diese Bilderwand einfach jetzt. Ich hatte ein paar Bilder halt zusammengesetzt, gestellt und dann einfach rangehängt. Und genau, das bleibt jetzt mal so. Und das ist mein Kind. Guten Morgen. Und dann habe ich endlich mal geschafft, diese Fotowand hier einzurichten. Ich habe jetzt ein paar Kinderbilder daran gehängt und auch darauf gestellt, da oben. Damit es halt echt so ein bisschen ja, Persönlichkeit hier hat, weil wie gesagt, ohne Bilder irgendwie ist es doch nicht das. Ne? Genau. Also wir wollen jetzt einmal frühstücken. Ash, komm. Einmal Tisch decken. Adrian duscht gerade. Und ja, jetzt gibt es mal so Frühstück. Der Tisch ist mittlerweile schon gedeckt. Also wir haben heute mal ausnahmsweise mal Toastbrot, aber also ganz normal sein Quark und wir haben so ein bisschen Aufschnitt, ein bisschen Käse, Weintrauben, Heidelbeeren. Ja. Und jetzt frühstücken wir erstmal. Und dann geht's an die Hausaufgaben, ne? Teil 2. So, Ash hat sich jetzt mittlerweile auch schon hingesetzt und macht die Hausaufgaben. Die haben nämlich gestern einen Wochenplan für Mathe bekommen. Und da hat er nämlich schon die Hälfte gestern geschafft und jetzt wollte er ganz gerne die andere Hälfte schon mal machen. Dann gibt es nochmal Aufgaben in Deutsch und in Bio und in Kunst. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, eigentlich warte ich immer so sehnsüchtig nach Englisch, weil ich gedacht habe, irgendwie muss Englisch auch ein bisschen mehr kommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch allen ist, ob ihr die Fächer, wenigstens die Kernfächer, ein bisschen mehr unterrichtet werden sozusagen oder dafür die Aufgaben gestellt werden. Also Englisch ist bei Ash irgendwie im Moment nicht so ganz, finde ich. Also reicht nicht so aus, meiner Meinung nach. Aber na gut. Und ich bin dabei, eigentlich jetzt rauszugehen, um die Wäsche aufzuhängen, weil es nämlich, weil die Waschmaschine fertig ist. Ich mache mal ganz kurz meine Schuhe. Und heute ist es echt kalt, ne? Es ist jetzt irgendwie, es sind nur 11 Grad. Ich meine, in der Sonne ist es natürlich ein bisschen wärmer, aber so an sich ist es wieder so ein bisschen frisch. Ja. Dann steht heute noch ein bisschen was auf dem Plan. Und zwar würde ich ganz gerne mal die Terrasse mit dem Hochdruckreiniger immer bearbeiten, soweit ich es zeitlich schaffe. Denn wir haben heute mit Ash einen Termin zum Kinderarzt, zu der U-Untersuchung. War das U10, U11? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir bis dahin, bis er 11 geworden ist. Also im September wird er ja 11 und wir hatten eigentlich für nächste Woche einen Termin. Und die hatten angerufen, ob wir nicht auch heute, also gestern angerufen, ob wir nicht auch heute kommen können. Das heißt, es geht nachher dann zum Arzt und Ash ist schon wieder so, er ist natürlich nicht so gerne beim Arzt, so ist es nicht. Und ja, aber da müssen wir halt auf jeden Fall hin. Mal schauen. So, Max schreibt ja noch. Ich muss irgendwie die ganze Zeit noch an ihn so denken. Na, das ist echt irre und ich bin nur froh, wenn er das Ganze eigentlich hinter sich hat. Ja. So, hier ist die Wäsche und für mich geht es einmal kurz nach draußen. So, Wäsche hängt. Ash ist noch an seinen Hausaufgaben und ich sehe gerade, wir kriegen ein Paket. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne gleich nochmal ein Video für TipTap klauen, dass wir noch ein bisschen was aufnehmen können, naja. Das war ein Paket für Max, echt so. So, also, ich werde einmal ganz kurz mal das Video für TipTap nochmal planen. Ich habe hier so ein schönes Buch, wo hier ganz, ganz viele Videoideen versammelt sind oder wir gesammelt haben. Oder auch teilweise von den Zuschauern vorgeschlagen wurden. Schreibe ich mir immer schön auf. Und jetzt muss ich noch mal kurz gucken, was denn davon gedreht werden sollte oder könnte. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt von der Couch mal auf.
Ich hatte gerade mit ein paar Leuten noch geschrieben und geschnackt und so und hatte mir unter anderem ein Video angeguckt, da wo es halt um diese Zwangsimpfung geht. Das Thema hatte ich ja schon mal in meinen Stories mal gehabt. Und ich glaube, wir können ein bisschen aufatmen. Also für die, die halt quasi mit mir auf der Seite sind. Das Video war sehr interessant, sehr hilfreich und jetzt gehe ich einmal zu Ash und guck mal, was er so macht. So, Ash sitzt hier gerade, guckt gerade, was er in Bio bekommen oder bekommen hat oder ob er was bekommen hatte. Die sollen jetzt in Kunst ein 3D-Haus sozusagen malen, ne? Nur ein 3D-Bild, egal was. Nur ein 3D-Bild, egal was, also mit diesen ganzen Sachen da. Ja, cool. Englisch. Englisch habt ihr bekommen. Ja, Gott sei Dank, das habe ich vorhin schon gesagt. Hoffentlich bekommt ihr bald wieder Englisch, ehrlich, weil meiner Meinung nach war das alles viel zu wenig, außer von den Vokabeln her. Ich hätte gedacht, vielleicht gibst du dir noch mehr Vokabeln auf, dass wir auch mal üben können. Wir schauen gleich mal weiter. Auf jeden Fall sitzt du noch ein bisschen hier jetzt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal ganz kurz nach draußen und räume die Terrasse einmal leer, weil ich nämlich den Hochdruckreiniger ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, so wie ich mir das vorgenommen habe, weil ich es noch nie gemacht habe. Und diese Steine sind so schlimm, die sehen so schlimm aus. Ich hatte schon jetzt so ein bisschen Teppich darauf gelegt, aber das wird jetzt erstmal alles weggeräumt. Und dann will ich mal gucken, ob ich damit überhaupt zurechtkomme. Ich weiß auch gar nicht, wie man das anschließt. Wahrscheinlich an den Wasserschlauch, man braucht ja Wasserhahn und mit dem Gerät. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich, was ich schon mal gesehen habe bei irgendjemandem, ich muss wahrscheinlich vom Haus weg streuen oder spritzen, damit mir das Haus nicht voll spritzt mit dem Dreck. Ne? Deswegen bin ich sehr gespannt gleich, also wie es funktioniert. Na gut, also wir gucken hier noch ein bisschen weiter, was die Englischaufgaben so machen und dann gehe ich mal an meine Arbeit. So, Ash macht noch Mathe weiter. Und ich düse einmal kurz um die Ecke und zeige euch einmal, was ich jetzt hier geplant habe. Da ich jetzt ja ganz gerne einmal die Terrasse hier bearbeiten möchte, muss ich erstmal alles hier wegräumen. Ich weiß nicht, inwieweit mir das alles hier irgendwie hochspritzen wird, das Ganze hier. Auf jeden Fall kommt es jetzt mal weg. Heute ist es ein bisschen windiger. Ja, also ich fange jetzt mal an, das alles mal wegzuräumen. So, die Terrasse habe ich jetzt leergeräumt bis auf diese Kiste, die muss nochmal weg. Einen Schlauch habe ich schon mal hier hingelegt. Ich hatte schon echt zwischendurch Angst, dass es gar nicht hier reicht, aber das reicht völlig. Und ich habe schon angefangen, Mittag zu kochen. So, weil wir nämlich schon langsam Hunger bekommen und ich habe gedacht, bevor ich da jetzt weitermache, das dauert bestimmt lange, mache ich jetzt mal was zu essen. Es gibt heute eine Hackgemüsepfanne. Also ich habe jetzt hier einmal Zwiebeln angebraten mit Hackfleisch, grünen Erbsen und Paprika in Rot. Ash hat sich irgendwie eine Tomatensuppe gewünscht und sagt, er hätte so gerne lieber eine Tomatensuppe. Und hierzu gibt es halt eben noch Dinkelnudeln, die hatten wir zum Essen noch. Und da bin ich jetzt gerade dabei, nochmal das alles hier einmal anzubraten. Max ist noch nicht da. Es ist jetzt 12:30. Das heißt, er schreibt jetzt noch etwas über eine halbe Stunde. Und dann bin ich schon mal gespannt, was er berichtet gleich. Und so sieht meine Nudelgemüsepfanne aus. Es wird das auch schon gleich durch, das würdest du nämlich essen können. Und ich habe das schon gesehen, ich habe wieder so ein paar Bananen hier liegen, die so langsam echt braun werden, die auch keiner mehr essen wird. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal Bananenkuchen backen oder mal nachher. Habe ich wieder mal irgendwie richtig Hunger drauf. Also, jetzt geht gleich endlich essen. So, es hat ja hier noch ein paar Tage geregnet und wie ich erwartet habe, dass hier das ganze Unkraut nochmal hochkommt, ne? Hier hätte es alles in Grenzen, aber hinten unter Ashs Fenster ist schon wieder dieses Ferkelkraut. Da habe ich gedacht, nein, also muss ich nur mal irgendwann mal dabei gehen und einmal ausstechen. So, ich kann schon gar nicht mehr reden. Mhm. Jedenfalls wollen wir jetzt genau einmal essen und danach geht es einmal zum Doc. Ne? Mhm. Ja, jetzt schon mal? Jetzt? Nee, und wir haben um 20:03 Uhr einen Termin. Wir fahren ja mit dem Rad dahin. Vorsichtig. Mit dem Rad. Mit dem Fahrrad, genau. So, ich sitze gerade vor dem Karton mit meinem Hochdruckreiniger. Ich muss den erstmal zusammenbauen, so wie es aussieht. Schaut mal. Hier sind die ganzen Anleitungen. Wofür das jetzt? Ja, zum Reinigen von irgendwas, oder? So wie es aussieht, muss ich mal schauen, was das alles ist. Und dann sind so viele andere Teile. Oh mein Gott, ich will doch nur einmal die Terrasse sauber machen. Noch sowas hier, so eine Bürste. Leute, also ich glaube, ich brauche das bestimmt doch, oder? Das ist so ein langes Teil. Oh nein. Hoffentlich kriege ich das hier alleine zusammengebaut.
Okay, ich würde sagen, ihr Lieben, ich werde jetzt einmal mich hier damit beschäftigen und hoffe, dass ich dann das zeitlich hinbekomme, weil wir ja bald einen Termin haben mit Ash. Guck mal, ich glaube, das ist so das Teil, oder? Zum Spritzen. So eine Pistole. Kabel. Und was ist das? Ich dachte, man macht da nichts. Das ist hier fürs Fahrrad und fürs Bike, okay? Ich dachte, man macht es hier mit Wasser. Okay. Ich hoffe, das ist kein Gift. Okay, ich dachte, man macht es nur mit Wasser. Aber so wie es aussieht, gibt man das dazu, oder was? Terrassenreiniger. Okay, ich beschäftige mich einmal hier damit, meine Lieben. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich gleich wieder. Meine hübschen Adi, also Adrian hat für mich, Adi sag ich schon, Adrian hat für mich jetzt den Zusammenbau übernommen, weil ich sein Video Korrektur gucken sollte, irgendwie Kontroll gucken sollte. Weil ich so viel gemeckert habe in der letzten Zeit und schon 3 Videos nicht hochladen durfte. Genau. So, und ich bin gespannt, Schnucki, und wo soll jetzt zum Beispiel jetzt diese Flüssigkeit rein? Wer hat mir das hier zusammengebaut und hier sind noch viele andere Aufsätze. Oh mein Gott! Guck mal, so eine Bürste kann man auch hier irgendwo ranstecken, raufstecken, ich weiß es nicht. Wozu sind die anderen denn? Keine Ahnung, kann man für irgendwas benutzen. Okay. Wahrscheinlich benutzt man die gar nicht. Bin gespannt. Wahrscheinlich sind die, mehr braucht man nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo Wasserflüssigkeit. Ich weiß im Moment noch nicht, was das hier unten ist. Für den Schlauch, Gartenschlauch bestimmt. Ach so. Aber wo kommt denn diese Flüssigkeit rein? Da. Diese Flüssigkeit kommt da rein? Ach so, okay. Ja, cool. Und das war's dann. Yippie, ich kann loslegen gleich. Wobei, eigentlich müssen wir bald los zum Arzt. Na gut, danke, Schnucki. So, ihr Lieben, also ich räume mal ganz kurz hier dieses Chaos hier weg und dann können wir auch schon mal nach draußen gehen. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier klappen wird, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe so ein Ding noch nie benutzt. Und hier ist auch so ein Aufsatzstange für da irgendwas von denen. So, ihr Lieben, Ash hat mir das Wasser hinten angemacht und ich habe jetzt einen Gartenschlauch angeschlossen. Muss einmal kurz gucken, ob das alles dann so funktioniert. Also ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich ehrlich gestehen. Leute, bis ich es geschnallt habe, dass man das aber auch anmachen muss, ne? Guckt euch das mal an. Das habe ich gerade noch mal ganz kurz angehalten. Unterschied zu da. Krass, oder? Hey Leute, ich bin jetzt fertig mit der Klausur. Ich dachte mir, ich nehme mal kurz die Kamera von Mama. Sie ist gerade, macht irgendwas, keine Ahnung. Ich wollte nur kurz sagen, alles ist gut. Ich denke mal, einige wollten es bestimmt wissen. Und Mama hätte mich das, glaube ich, sonst auch gefragt. So sieht das Ganze aus, ihr Lieben. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe es mal alles abgespritzt. Auch mit Wasserschlauch gleich. Und da sieht man den Unterschied, ne? Da muss ich nochmal bei gleich. Ich sehe aus wie ein Schwein. Jedenfalls würde ich ganz gerne das gleich weitermachen, wenn wir mit Ash wieder zurück sind vom Kinderarzt. Also fahren wir da jetzt erstmal hin. So, wir sind gerade beim Doc und gehen da jetzt durch den Flur und dann bin ich gespannt. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir die Einzigen da, schätze ich mal. Ja. So, wir sitzen jetzt hier alleine im Wartezimmer. Das ist schön, oder? Alleine hier, Ash? Ja, schon. Mhm. Und warten, bis Ash aufgerufen wird. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwelche Tests machen, wahrscheinlich. Ich habe mein Handy auch gar nicht mit. Guck mal, er hat sein Handy nicht mit und jetzt will er meins haben, aber ich habe meins leider auch nicht mit. Wir sind mit dem Fahrrad hier schon hergeradelt und warten, bis wir gleich drankommen. Lass die Stühle heilen. Was wird gleich gemacht bei der Uhr? Ich denke, du wirst einfach jetzt gewogen, gemessen. Die Augen werden kontrolliert, die Ohren und so weiter. Okay. Wieso? Das ist jetzt die U11, bei der wir sind. Geimpft? Nee, heute glaube ich nicht, aber irgendwann kriegst du noch eine Impfung, meine ich. Das wurde abgesprochen. Genau, irgendwann mal ist noch so eine Auffrischung von irgendwas, was wir schon mal hatten. Wahrscheinlich gegen Zecken. Zecken? Nee, hattest du nicht. Max hatte gegen Zecken. Impfung, du nicht. Weil er nach Österreich. Ja, also wir warten jetzt erstmal. Ich glaube, das ist gegen Heuschnupfen. Heuschnupfen? Nein. Zecken hatte Max. Sie sollten unbedingt so eine Zeckenimpfung haben. Genau. Will bei jeder Kleinigkeit den Arzt aufsuchen. Nie im also Leben, wir müssen einen Fragebogen ausfüllen hier. Hat manchmal nervöse Zuckungen, Blinzeln, Zwinkern.
hattest du mal gehabt, aber kannst ein Kreuz in der Mitte machen, aber irgendwie ist es weg. Also es ist mal da, mal weg. Weigert sich meistens auch tagsüber bei Freunden, Verwandten zu bleiben. Oh. Weigern stimmt nicht. Nee, das ist auch nicht. Also wir füllen hier so ein bisschen weiter aus und dann... Müssen wir alles machen. Ja. Schläft nachts nicht im Elternbett, obwohl ich das nicht... Was? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, guck mal. Ja, ganz viele Fragen. Schläft nachts nicht im Elternbett, obwohl ich das nicht gern sehe? Achso, ja, ich als Mutter. Nee, du bist nicht bei uns im Bett. Es ist nicht immer noch erschlangweilig malt irgendwas. Und das arme Baby. Das ist so doof, ne? Also wir warten, bis wir drei kommen. Wir rein dürfen da bei denen. Mag nicht mehr sitzen. Wir sitzen immer noch hier und warten. Und warten. Es muss noch einmal Sehtest gemacht werden und ein Hörtest. Ich hab mir überlegt, heute Abend machen wir einen Hamburger. Mal gucken, was du alles da drin hast. Das ist schon eine Stunde jetzt, ja. So, die Stunde ist rum. Gerade beim Hörtest habe ich die ganze Zeit auf die Tastatur geguckt, was sie gedrückt hat. Das ist so doof. Aber ich hab's trotzdem gehört. Okay. Leute, Max gesteht mir gerade hier was. Er hat hier mit meiner Kamera irgendwas heimlich aufgenommen und was? Das kannst du nachher sehen. Hey, wir wollen bearbeiten. Christi fährt kurz weg. Ja. Jedenfalls, war das vor der Prüfung oder nach der Prüfung? Nach der Prüfung. Aber die Kamera hatte ich da draußen, oder nicht? Ja, ich war auch draußen. Hey Siri, stopp! Oh mein Gott. Hast du denn erzählt, was in deiner Prüfung war? War ob alles wie ja. gelaufen? Hast du erzählt hier? Ja. Na toll, dass ich das nicht weiß. Also, wir sind gerade eben vom Kinderarzt gekommen und ich habe leicht einen Hals, aber ist nicht schlimm. Ich werde euch auch nicht sagen, was da jetzt war. So, ja, also, ich muss jetzt unbedingt an meine Terrasse wieder gehen und gucken, was da überhaupt los ist. Ob ich da jetzt noch weiter irgendwie mit dem Gerät arbeiten kann oder ob ich dann eher aufhöre. Ich weiß es noch nicht, muss ich gucken. Aber das Ding ist richtig gut, das ist echt optimal. Puh, na gut, also ich gehe jetzt mal raus, so lange. Das ist 5, Leute. Wir sind um 20 vor 3 hatten wir den Termin, ne? Wir sind jetzt erst nach Hause gekommen, weil wir Hörtest und Sehtest und besprochen und natürlich kamen wir auf das Thema Corona mit dem Kinderarzt und naja, es hat unheimlich lange gedauert. Okay, also ich gehe jetzt mal raus. Ach, so wie es aussieht, fahren wir jetzt noch ein bisschen Fahrrad. Ich lasse die Terrasse bis morgen. Also die mache ich morgen weiter. Und die Fenster muss ich dann eher noch putzen. Das heißt, guck mal, die sieht aber schon echt gut aus. Ich werde trotzdem aber noch ein paar Stellen, da wo zum Beispiel die Töpfe standen, sind noch die Flecken. Die mache ich dann morgen weg und dann kann ich ja vielleicht die andere Terrasse morgen dann erst machen. Wie gesagt, heute hätte ich es sowieso nicht geschafft. Aber die sehen viel besser aus schon, die Steine, ehrlich. Wie neu. Meine Lieben, so, ich bin jetzt hier fertig. Kann sein, dass ich im Gesicht verschmiert bin. Ich habe die ganze Zeit, es ist 7:30 gleich, draußen was gemacht. Ich habe noch mal ein bisschen nach... bearbeitet die Terrasse so ein bisschen, ja, auch gespült wieder. Also ich hatte das Gefühl, wenn man, wenn das Wasser darüber fließt, das Wasser, also man sprüht es hier ab, dann bleibt das Wasser teilweise stehen. Ich muss das dann wegfegen. Und mittlerweile sieht es aber auch schon ganz gut aus, aber man sieht auch den Unterschied. Schaut mal den Unterschied an, also so, so, so. Ist schon krass, oder? Und morgen mache ich halt eben diesen Teil. Das ist schon echt krass. Also so sieht das dann aus. Ich hatte jetzt ein bisschen was umgestellt, den Hängesessel einmal nach da gestellt. Da kann man auch schön sitzen. Und hier für diese Ecke habe ich mir was überlegt. Ich hatte was bei Amazon bestellt, nee, bei eBay bestellt. Was es ist, werde ich euch entweder jetzt in diesem Video zeigen oder ich weiß nicht, wann das jetzt geliefert wird. Ich glaube zwischen, ja, die nächsten Tage soll es irgendwie ankommen. Auf jeden Fall, hier kommt was Cooles hin. Hoffe ich zumindest, dass alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Und sonst ist es jetzt hier erstmal... fertig. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag, ihr Lieben. Ich hatte mich gerade hier fertig gemacht, beziehungsweise die Augen habe ich eigentlich nur mit Wimperntusche heute mal. Und ich wollte euch nochmal was zeigen. Ich hatte mir bei DM was anderes geholt. Ich hatte ja von Douglas mein Lidschatten nicht mehr. Das war alle und die Geschäfte. Also Douglas hatte ja zu. Ich glaube, man hätte auch online bestellen können, aber wegen einem Lidschatten habe ich gedacht, das ist egal. Jedenfalls habe ich bei DM was gefunden. Und zwar dieses hier von Catrice. Das ist Nummer... Hä? 010, das ist so klein hier. Also, dieses hier von Catrice. Und das ist genauso gut. Ist halt günstiger. Und dann hatte ich mir bei der Gelegenheit halt eben auch Blush geholt. Das hier.
Ist auch ganz cool. Ja, wollte ich noch einmal irgendwie gezeigt haben, weil ich, wie gesagt, keinen Lidschatten mehr hatte und ich dachte, Mensch, alternativ kann man halt eben, muss man nicht immer zu Douglas, sondern da kostet, glaube ich, 4,90 € so ein Lidschatten und das ist wirklich, also vielleicht 3 €. Ein bisschen günstiger als das andere, auf jeden Fall von Catrice. Also fand ich echt ganz gut, weil ich das vorher eben da irgendwie nicht gesehen hatte. So, also, wir machen uns jetzt hier fertig. Ash ist noch im Bett, steht aber gleich auf. Max und Chrissy sind zu Bauhaus. Ich hatte Max gestern gebeten, mir was mitzubringen von Rusta. Bräuchte ich für draußen so einen runden Teppich. Ich hoffe, dass sie noch welche haben. Und Max wollte für sich für oben den Fußboden holen. Also Vinyl wollte er nochmal dazu holen, damit er den Fußboden weitermachen kann. Er hat ja gestern, wie gesagt, die letzte Klausur durch. Die schriftliche und dann kommt nur noch die mündliche Mitte Juni und dann ist er komplett fertig. Und wir stehen jetzt auf. Ich hatte gestern übrigens, also mit diesem Hochdruckreiniger ist ja immer echt alles schön. Alles gut gereinigt, aber der Dreck ist gewaltig. Also der Dreck war überall. Ich habe nur gedacht, alter Schwede, ich musste nachher wirklich die ganzen Sachen, ob es jetzt die Fenster waren, mit dem Gartenschlauch noch abspülen und dann noch hinterher putzen, richtig, weil das einfach echt extrem verspritzt war. Ich weiß nicht, wie man das anders machen kann, weil, ich weiß nicht, die Nachbarn haben es auch gemacht und ich habe nicht gesehen, dass hier irgendwo alles versprüht war bei denen, also zum Beispiel jetzt, Hauswände oder so, ich weiß es nicht. Oder sie hat es auch abgespült hinterher. Ja, ob man das irgendwie alles ein bisschen anders einstellen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Gestern hatte ich, wie gesagt, diesen Teil gemacht an der Seite und heute würde ich ganz gerne halt die andere Seite nehmen und da weitermachen. Und ja, aber man sieht echt den Unterschied. Die sind wirklich total hell geworden. Also im Vergleich zu vorher. Das ist irre. Die sehen aus, wie gesagt, wie neu. Und was wollte ich noch? Achso, und dann hatte ich Max gebeten, mir 3 Betonien mitzubringen, weil ich Gesundheit, weil ich für das Regenrohr mir bei Amazon was bestellt habe, solche Pflanztöpfchen, die man einfach so ranklemmt und da halt ein paar Blumen einpflanzt. Die kommen jetzt auch irgendwie so die nächsten Tage. Und heute soll auch mal was Cooles kommen. Ich hoffe, dass es heute kommt, bevor ich das Video hier beende. Aber ich weiß es nicht. Also ich hatte, wie gesagt, gestern für diese Ecke was bestellt. Und Lieferzeit war 6. bis 9. Also mal gucken. Das Video müsste ich aber jetzt echt langsam mal bearbeiten, damit es diese Woche jetzt nochmal online gehen kann. Ja, Adrian ist gerade dabei und macht Frühstück. Also er deckt nicht den Tisch, nein. Er macht Orangensaft. Die Kinder bringen gleich Brötchen mit. Und dann kommen wir nochmal zusammen frühstücken. Haben wir schon länger nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall, das Wetter ist schön draußen, die Sonne scheint, das ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn man halt das alles so freundlich hat, wobei der Regen wirklich echt langsam, ja, notwendig wurde, weil es alles so trocken war. Bei mir hat auch einer geschrieben, euer Boden sieht so trocken aus oder das Gras und so, ja, das war alles total, wirklich sehr, sehr trocken. Also als ich auch Rasen gemäht habe, hatte ich hier eine fette Staubwolke hinter mir oder auch vor mir, das war richtig heftig, aber jetzt ist es natürlich schön. So, also es geht jetzt mal gleich ans Frühstücken. Ach, solange die Männer jetzt den Frühstückstisch decken und machen, habe ich gerade hier angefangen, die Dusche sauber zu machen, weil die großen Kinder noch nicht da sind. Und dann hatte ich ja sowieso schon mal diese Stange hier einmal bestellt bei Amazon, weil ich die gerne austauschen wollte, weil die halt eben nicht mehr so toll ist. Und ich habe die zwar geschrubbt und geschrubbt und geschrubbt von dem Vorgänger, aber es ist echt dann doch mal was anderes, ne? Und dann dachte ich, ich ziehe die einmal nur mal kurz ab, weil ich nicht wusste, wie die abgeht. Und tatsächlich, die wird einfach nur so abgezogen. Das heißt, das wird einmal gleich einfach nur abgeschraubt. Wenn ich dann die Schrauben sehe, ne Leute? Oh, das ist eklig. Guck mal, da sind die Schrauben. Das ist alles so... Na gut, also ich mache hier nochmal kurz klar Schiff. Schaut mal, was ich hier gerade angerichtet habe. Ich habe oben das abschrauben können. So, aber die Schraube ist so verknaddelt vorher schon und so verdreckt und da ist so viel... Guck mal, muss ich nicht viel zu sagen, ne? Jetzt muss ich gucken, wie ich die Schraube da rausbekomme aus der Wand. Also rausdrehen kann ich die nicht mehr. Die Stange habe ich jetzt nun abgebaut, habt ihr gesehen. Die Schraube kriege ich nicht raus. Adrian wollte nachher nochmal selber... das Ganze hier mal befestigen, glaube ich, ist besser. Ich habe die Dusche jetzt erstmal geputzt und ich habe zwischendurch auch schon Teig für meinen Bananenkuchen gemacht und der ist auch schon im Backofen. Den habe ich diesmal nicht in diese Kastenform gemacht, sondern einfach mal auf dem Backblech. Dann braucht er halt eben nicht so lange, hat mir auch einer geschrieben. Mach doch einfach mal auf dem Blech, so wie es eigentlich auch im Rezept steht, aber ich habe gedacht, ich probiere das so aus. Also diesmal hatte ich leider keine Eier. Mal gucken, wie das Ganze hier wird.
Also ich denke, ich werde ein bisschen kleiner stellen, auf 180 Grad vielleicht nur. Und ja, und dann backt das schon mal. Du ziehst dich auf den Arm am Kopf hoch. Gar nicht. Doch. Ja. Nein. 9. 10. Okay, für mich ist jetzt Schluss. Weißt du wieso? Habt ihr gar nicht mitgekriegt. Also der Kuchen ist, der geht schon hoch. Der geht schon hoch und das sieht schon so toll aus. Und das riecht so gut nach Banane. So sieht der Kuchen jetzt aus, Leute. Der ist dann doch ein bisschen flacher geworden. Man sagt ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt für einen normalen Kuchen irgendwie keine Eier hat, dass man, mein Schnucki ist im Hintergrund, dass man Bananen nehmen kann stattdessen. Aber weiß ich nicht, das ist nicht so hochgekommen jetzt wie damals in der Backform. Vielleicht liegt es ja daran, aber ich weiß es nicht. Also schmecken wird es auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem, weil er nämlich ganz gut aussieht. Und wir warten immer noch auf die Kinder, die sind noch nicht da, aber kommen jeden Moment. Die holen gerade Brötchen. Ich muss mich immer wieder wundern, wie sauber gestern die Terrasse geworden ist. Ne? Ich habe mir jetzt hier mich wieder hingestellt und mir das mal angeguckt, wie hell die Steine jetzt sind. Die waren ja so verschmutzt. Das ist der Hammer. Mal gucken, ob ich heute die andere Seite mal schaffe. Meine Kinder kommen, also Christi und Max. Max hat da für mich was besorgt, diesen runden Teppich. Und die Brötchen sind auch schon da. Und bin gespannt. Meine Hübsche, wir haben jetzt hier gefrühstückt. Das ist hier hinter mir Chaos, das seht ihr schon, ne? Ich muss hier noch einmal den Tisch abwischen. So, der dreht auch ein Video. Du sollst Hausaufgaben machen. Warum hast du gesagt, ich komme dich nachher besuchen? Wir sehen uns gleich wieder. Das muss ich jetzt hier alles wegräumen übrigens. Und der Kuchen ist super lecker. Wir haben schon was davon gegessen, die Kinder auch. Ja, ich muss den Geschirrspüler erstmal ausräumen und das neue einräumen. So, da ist alles soweit, naja, abgewischt erstmal. Ja. Mit der Küche bin ich jetzt hier fertig. Ich habe jetzt ein bisschen Kuchen für die beiden oben einmal quasi abgeschnitten und auch Max Löffel liegt hier noch und bringe es einmal gleich ganz kurz hoch. Also ihr Lieben, ich glaube, dieses Video ist sehr lang, denke ich mir mal. Das werde ich immer so beim Schnitt sehen. Und ich beende das Ganze jetzt hier einmal. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter und es geht euch ganz gut. Ja, also wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!